Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Binding of Isaac Afterlife Plus. Ja, immer noch. Wir spielen auch immer noch dieselbe Challenge wieder als Isaac, weil das anscheinend das Einfachste ist. Wenn ihr jetzt denkt, was für eine Challenge, Dizzy, bitte klär uns auf. Genau dieselbe Challenge wie die letzten beiden Isaac-Parts. Und zwar dürfen wir keine Sachen einsammeln, außer Schlüssel. Das heißt also keine Hilfe. Keine Hilfe dürfen wir machen. Keine Hilfe dürfen wir bekommen. Wir müssen ganz alleine hier alles schaffen. Als einzelner Isaac. Nein, also wir dürfen keine Herzen einsammeln. Wir dürfen keine Mützen einsammeln. Wir dürfen keine Bomben einsammeln. Und wir dürfen... Ja, das war eigentlich schon alles. Also das Einzige, was wir einsammeln dürfen, sind, glaube ich, Batterien. Ich glaube, die zählen da nicht mit rein. Und wir dürfen Schlüssel einsammeln. Die Challenge heißt, glaube ich, irgendwie was mit It's a Key oder sowas. Und in der letzten Folge war das noch so, da brauchte ich 15 Errungenschaften insgesamt. Jetzt... zu diesem Zeitpunkt dieser Aufnahme sind es nur noch 10. Und eine davon ist immer noch wie gehabt, die eine, dass man alle Errungenschaften haben soll. Also eigentlich fehlen mir nur 9 Errungenschaften und dann habe ich alle. Und ich, mein Ziel ist zumindest, achso, Karten darf man auch mitnehmen. Oh, The Sun, sehr schön. The Sun könnten wir auch nochmal für eine andere Challenge benutzen. Mein Ziel ist es, alle Errungenschaften, also 100% zu haben, bevor das nächste DLC rauskommt. Oder wie nennt Edmund das? Das nächste Booster Pack. Und diese Kackhaufen sind natürlich immer ein bisschen assig. Da kann ja immer mal eine Münze drin sein. Und dann kann man da nicht durchgehen. Das wär voll fies und gemein hier. Aber zum Glück war da nichts drin. Ja, bald kommt ja ein Booster Pack. Ich glaube irgendwie diese Ende des Jahres zumindest noch. Ich weiß nicht wann genau. Das wurde bestimmt irgendwo angekündigt, wann genau. Oh ja. Ein Brocap. Jetzt furzen wir immer, wenn irgendwas passiert. Wenn wir so... Okay, wir furzen doch nicht, sondern Scheiße explodiert ganz offenbar. Okay, finde ich auch nicht so schlecht. Wenn Scheiße explodiert, finde ich gut. Bomben dürfen wir nicht mitnehmen. Das wäre schon wieder fast hier verkackt gewesen. Meine Güte, ich glaube, das ist die schwerste Challenge von allen hier. Ah ja, Boosterback kommt bald, wo da wieder ganz viel neues Krams kommt. Und dann kommen auch wieder ganz viele neue Errungenschaften, weil das immer mit den Boosterpacks so einhergeht, was ich voll kacke finde. Ich glaube, ich habe... Also meine Isaac-Karriere ist so, ich mache alle Errungenschaften, also ich will immer alle haben. Und dann bin ich ganz knapp, vor ich alle habe, und dann kommt das nächste Booster-Pack raus. Und dann denke ich mir, ja, fick dich. Blödes Drecks-Isaac. So, Eternal Life nehmen wir einfach mal mit. Why not? Gibt wahrscheinlich schlauere Sachen. Obwohl, jetzt können wir eigentlich... Wir können uns einmal umbringen lassen. Durch einen Devil-Deal am besten. Und dann werden wir wiederbelebt als Lazarus 2. Und ich glaube, Lazarus 2 ist auf jeden Fall stärker als Isaac. Hat aber, glaube ich, meines Wissens auch keine roten Herzen. Also, wir müssen dafür sehr viele... Herzen einbüßen. Und ich glaube, er hat einfach gar kein rotes Herz dann mehr, dieser Lazarus. Ich glaube, der spawnt nur mit ein oder zwei schwarzen Herzen. Da bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, nicht so geil. Eine Münze, die wir mieten. Und dann können wir auch zum Boss gehen. Und haben sogar noch unseren D6 für den. Aber ja, dieser Stelle auch nochmal danke an Nikoru, die mir diesen Tipp gegeben hat, dass ich doch bitte als Isaac spielen soll, weil das ja eigentlich am einfachsten gehen soll. Und warum geht das am einfachsten, habe ich auch schon in der letzten Folge erzählt. Aber ich kann es einfach nochmal erzählen, Leute. Au, du Blödkopf. Das ist am einfachsten, weil ich halt keine Bomben und so einsammeln darf. Aber es gibt halt Items, die einen genau diese Sachen geben. Und da Isaac mit dem D6 startet und dieser D6, also das Item oben links, macht, dass Items gerewolt werden. Also, dass das Item, das da rumliegt, neues Item wird. Ist das eine sehr gute Idee, weil da kann da ein Item rauskommen, was einen diese Dinge gibt, die man braucht. Wie zum Beispiel Bomben. Und Bomben sind ganz gut für zum Beispiel, keine Ahnung, eigentlich für gar nichts. Für Geheimräume und für blaue Steine, wo man eigentlich auch nichts draus nehmen darf. Oh, das ist ein sehr gutes Item. Wo man eigentlich auch nichts draus nehmen darf. Mega Tiersapier. Aber da kann ja immer mal dieser coole Stein drin sein und darauf hoffe ich ein bisschen. Also dieser Small Rock. Denn ein Small Rock wird einen stark machen. Langsam, aber stark. Und was will man mehr? Ich meine, die ganzen Bodybuilder machen auch nichts anderes. Sie werden langsam, aber dafür stark. Und ich will ein Bodybuilder werden. Ganz klar hier. So, Schlüssel können wir immer mitnehmen. Das Doofe ist jetzt, wir haben jetzt natürlich deswegen diesen einen Item da eben auch ein... Also nicht nur ein Leben dazu bekommen, sondern gleichzeitig... Nahrungsschlüssel, mega nett hier. Nee. Diesen Satz hätte ich anders beschreiben müssen. Wir haben nicht nur Tiers abbekommen, wir greifen jetzt sehr viel schneller an. Sondern auch ein Lebensupgrade. Und diese Leben würde ich halt, wie gesagt, gerne loswerden. Damit wir als Lazarus 2 irgendwann wiederbelebt werden. Denn ich würde schon irgendwie gerne stark wiederbelebt werden. Das wäre ganz toll. So, ich habe die Befürchtung, Shops können wir in diesem Run überhaupt nicht benutzen. Ist ja, denn wir kriegen irgendwie so ein 99-Dollar-Ding. Aber ich denke mal nicht. Ansonsten sehr wichtig, dass wir... das war knappi. Dass wir in dieser Ebene nicht getroffen werden. Zumindest bis zum Boss nicht getroffen werden. Denn... Okay, das ist ein sehr schlechtes Item. Das Rewall, das ist auch ein schlechtes Item. Können wir aber einmal kurz mitnehmen. Einfach, damit wir es einmal haben.
Okay, wir brauchen Münzen, Bomben oder noch ein Rewall-Action-Dingsbums. Aber wir dürfen jetzt nicht getroffen werden, damit wir einen Devil-Deal bekommen nach dem Boss. Und da könnten wir dann unsere Herzen einlösen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht so viele Herzen ausgeben müssen. Ich glaube, ein Devil-Deal langt dafür nicht, aber wird schon, wird schon passen. Dass wir so viele Leben ausgeben, dass wir daran sterben. Und sterben ist eine gute Sache, Leute. So, da haben wir noch einen blauen Stein, wenn wir noch irgendwie eine Bombe bekommen könnten. Durch irgendein Item, das wäre ganz toll. Aber deswegen, erhöhte Konzentration in diesem Raum hier, aber passt. So, jetzt ist natürlich die blöde Sache. Egal, wir gehen ja sowieso nochmal zurück. Heißt, ist egal. Ich habe gerade überlegt, ob wir vielleicht nochmal ein paar Räume clearen, damit unser D6 halt voll ist. Weil, wenn wir hier bei diesem Boss jetzt nicht getroffen werden, dann kriegen wir halt auf jeden Fall einen Devil-Deal. Und wenn da schlechte Items sind, dann hätte man die rerollen können. Aber da wir sowieso noch im goldenen Raum ein Item haben, was wir eigentlich auch rerollen müssen, ist das egal, ob wir jetzt uns die... Hilfe! Ob wir uns jetzt den Reroll holen oder später. Ich glaube nämlich nicht, dass wir in dieser Ebene noch zwei Rerolls irgendwie bekommen könnten. Jetzt müssen wir nur aufpassen, hier nicht getroffen zu werden. Guck mal, diese Trollbombe ist zum Beispiel nochmal ein bisschen assig. Ich habe auch immer Angst, dass sie so eine Bombe schmeißen. Okay, davor habe ich auch Angst. Dass sie so eine Bombe schmeißen, so eine rote, die einen bei Berührung nämlich wehtut. Aber der war gerade mal nett. Lassen wir mal da, weil das gibt einen, glaube ich, auch ein schwarzes Herz. Okay, sehr schöne Items. Mega gute Items. Also ein Damage-Up hier. Und, oh, guck mal, das macht dann sogar schneller. Und das ist auch ein Damage-Up. Krass. Okay, das gefällt mir. Ein sehr hohes Damage-Up hier. Wir haben auch noch das Sun, by the way. Das nehmen wir auch mal mit. Das ist nämlich cool und gibt ein, genau, ein schwarzes und ein blaues Herz. Guck mal, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es auch blaue Herzen gibt. Aber habe ich auch nichts gegen. Jetzt sind wir aber schön stark. Okay, das sieht schon mal gut aus. Rein von dem Tiers-Up, die wir haben und rein vom Damage sieht das sehr geil aus. Man kann natürlich jederzeit trotzdem noch verlieren. Die gute Sache ist allerdings, schwarze Herzen darf ich auch nicht mitnehmen, das habe ich gerade wieder vergessen, dass wir das Sun haben. Und ich habe noch eine Mission, da muss ich die Blank Card, also ja, die Blank Card ist auch ein Spacebar-Item, die Blank Card zusammen mit The Sun einsetzen, beziehungsweise während ich The Sun halte, soll ich die Blank Card einsetzen und dafür kriege ich auch noch Errungenschaft. Warum auch immer ich das noch nie gemacht habe, aber anscheinend habe ich das noch nie gemacht. So, und jetzt gehen wir nochmal kurz in den goldenen Raum. Wie wollen das Ding hier? Das ist der Spider. Ne, Juicy Sack. Cool, ein Sticky Baby. Der fliegt uns hinterher und macht eine coole Spur hinter sich. Und alle Gegner, die da rüberlaufen, sind langsamer. Kann man machen, muss man nicht. Wir haben sowieso kein Geld, deswegen gehen wir auch nicht in den Shop und gehen einfach in die nächste Ebene. Ja, finde ich gut. Ich bin jetzt halt gerade auch noch voll in dem Modus, richtig schnell durchzuwaschen. Also jetzt gerade bin ich sehr langsam und ich lasse mir auch sehr viel Zeit. Damit ich nicht aus Versehen über irgendeine Kacke rüberlaufe, wie in den letzten Parts. Bitte, bitte sterb, ohne mir weh zu tun. Aber ich bin noch voll in dem Modus, alles in unter 20 Minuten schaffen zu wollen, weil das halt meine letzte Errungenschaft war. Da muss man in unter 20 Minuten The Lamp besiegen. Also den allerletzten Boss, wenn man den Satan-Pfad geht. Das war schon eine krasse Herausforderung. Da habe ich mich voll wie so ein Speedrunner gefühlt. Habe ich natürlich auch erstmal auf speedrun.com nachgeguckt, wie schnell andere Leute da sind. Bei diesen Ein-Mann-Speedruns. Es gibt ja ganz viele Isaac-Speedruns. Aber da gibt es halt auch so eine Ein-Mann-Speedrun-Sektion. Und da wäre ich halt einfach nur Vorletzter gewesen mit meiner 15-Minuten-Zeit. Da sind so Zeiten von 4 Minuten. Ich glaube, das Niedrigste war 4 Minuten oder sowas. Und ganz viele bei 6 Minuten und sowas. Also mit meinen 15 Minuten war ich da wirklich nicht schnell. Aber ich habe mich sehr schnell gefühlt. Weil das sehr viele Ebenen sind. Ich denke einfach mal, dass die Speedrunner da am Anfang richtig stark geworden sind. Relax, okay. Mache ich mal lieber nicht kaputt. Dass sie am Anfang richtig stark geworden sind. Also die haben einfach ganz oft gerewollt, bis sie irgendein richtig gutes Item hatten. Keine Ahnung, so Brimstone oder sowas beim ersten Boss. Also eine XL-Ebene am Anfang und dann gleich ein Brimstone bekommen oder sowas. Und dann so ein Sacrifice-Womb sich gesucht haben und dann sofort in die letzte Ebene gegangen sind. Und da dann nur The Lamp besiegt haben und dann war's das. So kann ich mir das nur vorstellen. Ich meine, die waren jetzt schon fertig mit dem ganzen Run. What the hell? Ist schon heftig, muss ich sagen. Aber wir haben aber richtig schön viele Schlüssel. Das finde ich sehr gut. Na gut, so viel erstmal zu Isaac. Jetzt aus meinem privaten Leben. Ich habe mir Green Day Konzertkarten gekauft. Habe ich, glaube ich, auch letztes Mal... Nee, ich habe letztes Mal erzählt, dass man sie bald vorbestellen kann. Vorbestelldatum übrigens ab morgen. Aber meine Karten sind heute angekommen. Weil ich... Keine Ahnung warum, aber ich bin in irgendeinem Green Day Club anscheinend. Komm, wir gehen jetzt schon zum Boss.
Und da haben die so eine Newsletter halt rausgeschickt. Und da war ein Code drin, dass man seine Konzertkarten schon 3 Tage vor offiziellen Vorverkauf kaufen kann. Finde ich mega witzig. Die Karten waren übrigens übelst teuer. Einfach 90 Euro. Okay, warte, 87 irgendwas haben wir bezahlt. Ich bin gespannt, ob das jetzt bei Eventtime oder Eventim, keine Ahnung, wie man das ausspricht, ob da dieselben Preise sind, weil man da, wie gesagt, erst ab morgen bestellen kann. Oder ob die mich jetzt da voll über den Tisch gezogen haben, weil ich vorbestellt habe. Also noch mehr als die anderen. Bin ich mal gespannt. Aber was ich am heftigsten finde, also 90 Euro ist für mich ultra viel, ja. Ich bin voll der Abischlucker und muss einfach 90 Euro für blöde Konzertkarten bezahlen. Und dann, ich habe natürlich auch gleich noch, nehmen wir mit hier. Ich habe natürlich gleich 3 bestellt, auch noch für Freunde und so. Nett, wie ich bin. Und jetzt tut das meinem Konto auf jeden Fall sehr weh. Aber daraus auch nicht gleich raus. Sondern, es kostet 90 Euro. Und die Sache ist, das ist ein Open-Air-Konzert in Berlin, in der Wühlheide. Vielleicht kennt das jemand, wenn jemand in Berlin war oder da schon mal auf dem Konzert war. Ist eigentlich eine schöne Location. Klang da finde ich richtig geil. Das ist so, die Wühlheide ist glaube ich so ein bisschen so eine Kuhle, oder? Ich bin mir gerade nicht so sicher, aber ich glaube in Erinnerung zu haben, dass das so eine Kuhle war. Boards of Steel, mega gut. Und da ist der Sound auf jeden Fall mega gut. Fand ich damals auf jeden Fall geil. Ich glaube, ich war 2012 da oder so, oder 2014, da weiß ich gar nicht so genau. Auf jeden Fall auf mehreren Konzerten in Berlin. Da spielen die anscheinend sehr gerne. Ja, aber ich war auch vor... Warte, lass mich lügen. Ich habe hier ja die Konzertkarte. 2017 war ich auch in Berlin. Da fand das Konzert... Oh, Magician kann ich auch gebrauchen für eine Quest. Da fand das Konzert... Ja, komm. In einer Konzerthalle statt, die jetzt nicht so klein war. Aber die Karten haben einfach nur 70 Euro gekostet. Die sind jetzt 20 Euro teurer geworden in 2 Jahren. Bisschen was frech, Leute. Wie findet ihr das? 20 Euro in 2 Jahren teurer geworden, von 70 auf 90. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie jetzt bekannter geworden sind in dieser Zeit. Dass sie plötzlich mehr Leute sehen werden. Oder vielleicht deswegen ist es teurer geworden, weil weniger Leute kommen. Müssen die mehr Geld verlangen, damit die dieselbe Gage haben. Boah, auf jeden Fall erstmal 270 Euro ausgegeben. Ich fand's geil. Mache ich auch gerne für meine Lieblings-Liveband. Ja, Queen ist meine Lieblings-Liveband, Leute. Vielleicht nicht meine, na doch, auch meine Lieblingsband. Ich meine, die haben mich zum Gitarre spielen und sonst was gebracht. Und zum Dingsbums spielen, Schlagzeug spielen. Nur wegen Green Day, Leute. Und das ist meine Lieblings-Liveband. Da kann man ruhig mal so viel Geld ausgeben. Ich hätte auch 100 Euro bezahlt. Ich hätte auch 2000 Euro bezahlt. Nein, das. Wenn ich denn so viel Geld hätte. Aber ja, das tut auf jeden Fall weh. Und bin gespannt. So viel dazu. Jetzt freue ich mich auf jeden Fall erstmal 9 Monate, weil das findet erst im Juni 2020 statt. Ich hoffe, da bin ich überhaupt da und nicht in Japan. Das kann nämlich auch sein. Das wäre richtig schade. Aber ja, ich freue mich jetzt erstmal wie so ein werdender Vater 9 Monate lang auf dieses Konzert. Boah, apropos Japan und verpasste Konzerte. Als ich 2000 irgendwas auch in Japan war, da hatte ich nämlich auch Konzertkarten. Und der einzige Grund, warum ich nicht früher nach Japan gegangen bin, war, dass ich Konzerttickets für Sum 41 hatte. In Hamburg. Und dann, nach dem ersten Monat in Japan, als ich da war, habe ich erst gemerkt, yo, Digga, du hast doch hier noch Konzertkarten. Aber jetzt sind die in Deutschland und du bist hier in Japan. Und dann bin ich einfach nicht hingegangen. Das war mein erstes Konzert, zu dem ich nicht hingegangen bin, wegen eigener Dummheit. Das regt mich bis heute auf. Das wird mir mein ganzes Leben aufregen, dass ich da nicht war. Und jetzt war ich noch nie auf einem Sum 41-Konzert. Das ist richtig sad. Ich müsste eigentlich mal auf irgendein Festival gehen. Weil da sind die, glaube ich, auch sehr, sehr häufig anzutreffen. Sum 41 möchte ich auf jeden Fall nochmal irgendwann sehen. So, was bist du denn? Bist du Gemini? Ich glaube, du warst Gemini. Kann man dich rerollen? Okay, was ist das? Piskus ist das, glaube ich. Kriegt man nur einen halben Schaden. Ist vielleicht ganz geil später. Aber ich reroll das lieber noch einmal, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Aber warte mal. Geht... Oh, das ist sehr nett. Ich hoffe, ich darf wirklich diese Batterien auch einsammeln. Ich glaube, da stand aber nichts in der Beschreibung mit drin. Oh! Okay, my reflection. Boomerang Tears, finde ich gut. Ich habe mich gerade gefragt, ob man, wenn man diese Zodiac-Dinger rerollt, ob da auch nur Zodiac-Items rauskommen können, aber anscheinend nicht. Okay, unser Rückweg ist versperrt, wir können nicht mehr zurück. Scheiße. Dann müssen wir jetzt hoffen, dass hier der Boss ist. Da versperrt nämlich leider eine Bombe den Weg. Und wenn wir die Bombe einsammeln, sind wir halt einfach RIP. Wir haben auch keine Bombe, um uns da irgendwie freizusprengen oder sowas. Ja, dürfen wir auch nicht einsammeln. Das ist jetzt natürlich alles doof hier. Alles böse Dinge. Hier liegen böse Dinge im Busch, auf dem Boden.
Nicht so toll. Oh Gott. Ja, Leute, geht ihr auch zum Greener Konzert? Sagt mal an, da können wir uns da treffen. In Berlin, 2020, Juni. Ich glaube, das ist das einzige Konzert von Green Day in Deutschland. Und wir haben sehr viel Glück. Hier ist zum Glück der Boss. Sonst hätten wir jetzt verkackt, weil wir irgendwas einsammeln. Dann hätte ich noch die zweite Mission probiert. Also, dieser One wird auf jeden Fall zu Ende geführt. Weil ich habe ja noch The Sun. Mit ein bisschen Glück kriege ich noch eine Blank Card und dann habe ich zumindest eine Errungenschaft irgendwie. Ich bin gerade auf Errungenschaftenjagd hier. Pow, pow, pow. Come on, Wackman. Mach deine Fresse auf. Ich will dich besiegen, danke. Ein Lebensupgrade. Nee, brauchen wir nicht. Wir wollen sowieso sterben. Oh, Moment, wir müssen aufpassen. Genau, da kommen nämlich blöde Herzen raus, die wir nicht einsammeln dürfen. Aber es hat auch unsere Tears Up hochgemacht. Oder unsere Tränenrate. Das heißt, wir schließen jetzt noch schneller. Jetzt sind wir fast schon ein... nicht ganz. Aber wir sind fast ein Maschinengewehr. Aua, tut mir doch nicht so doll weh. Du dumme Sau. Ich habe jetzt auch neulich erst gelernt, diese... Judgment. Okay, so einer bist du also. Ich habe gelernt, diese schwarzen Scheißhaufen, die wir da eben gesehen haben. Hilfe. Die machen die Gegner im Raum dizzelig und machen denen auch Schaden. Das wusste ich bis gestern, glaube ich, nicht. Also, dass es die dizzelig macht, ja, vielleicht. Aber ich dachte, das macht nur den Raum dunkel und die Gegner dizzelig. Aber der macht halt auch Schaden. Das habe ich halt gar nicht gewusst. Also, Isaac ist wirklich so ein Spiel. Ich hab da jetzt fast 500 Stunden drin, ja? Bin trotzdem noch mega schlecht, ja, danke. Weiß ich selber. Aber ich lerne halt auch immer wieder Neues dazu. Nicht nur, dass ich die ganzen Items immer nicht weiß. Also ich kenne jetzt schon sehr viele Items mit der Zeit, aber sehr viele kenne ich halt immer noch nicht. Oder zumindest nicht sicher. Und ja, man lernt immer irgendwie in jedem Mann irgendwas Neues dazu. Finde ich echt interessant. Ich habe auch überlegt, ob ich mal Isaac streamen sollte, weil da muss ich mich dann nicht so hetzen. In den Videos hetze ich mich schon ein bisschen mehr als beim Stream oder beim normalen Spielen, einfach weil ich keinen Bock habe, so lange zu reden. Und, keine Ahnung, guck, würde von euch einen 1-Stunden-Isaac-Part angucken? Wäre mir zu viel, persönlich. Okay, kann irgendein Scheiß sein? Ja, scheiße. Taurus ist so, geht so gut, macht uns halt erstmal langsam und das ist kacke. Wir sind trotzdem noch recht schnell. Und jedes Mal, wenn wir jetzt in den neuen Raum reingehen, dann könnt ihr auf der linken Seite sehen, wenn wir uns bewegen, nee, sogar wenn wir uns nicht bewegen, geht unser Speed hoch. Und wenn das auf 2,0 ist, dann haben wir hier so ein... Hui, dann sind wir ein Stier und können alles kaputt hämmern und so. Ist auch ganz witzig, aber mag ich nicht so gerne. Wenn wir natürlich noch ein paar Speed-Ups bekommen und quasi, sobald wir den neuen Raum betreten, gleich schon diesen Stier-Effekt haben, dann ist das okay. Aber so wie es jetzt gerade ist, finde ich das eher nicht so gut. Ja, Green Day, sehr schön. Ja, und sagt mal, ob von euch vielleicht jemand da ist. Das fände ich witzig. Fände ich witzig. Aber ich muss auf jeden Fall noch trainieren, bis ich da bin, weil das letzte Berlin-Konzert, was auch in der Halle war, da stand ich halt wirklich erste Reihe und in der Mitte, also wo die Action abgeht, und das war mir viel zu heftig. Wirklich einfach viel zu heftig. Die sind da alle ausgerastet und waren alle größer als ich und stärker als ich und sind gesprungen und ich wurde da zerquetscht und ich war einfach viel zu schwach. Und dann musste ich mich nach ein paar Songs ein bisschen mehr an die Seite stellen. War ein bisschen kacke. Stehst du da erstmal ein paar Stunden rum, damit du in der ersten Reihe den besten Platz bekommst. Gleich ganz vorne. Ich hab hier Billy Joe, also den Frontsänger von Green Day, berührt und so. Alles ganz cool und war auch alles ganz geil. Aber es war mir einfach zu heftig. Mir wurde da richtig warm in der ersten Reihe, als sie da alle gejumpt sind und alles. Fuck. Und da hab ich da echt nicht mehr gut gefühlt. Das war ein bisschen kackjes. Dann muss ich leider an den Rand gehen. Und damit mir das nicht nochmal passiert, muss ich, glaube ich, ein bisschen trainieren. Und das ist jetzt mein Ziel. Also ich mache jetzt die Dizzy-Transformation. Und dann bin ich bereit für das Green Day-Konzert. Auch in der ersten Reihe. Das ist mir wichtig. Das ist mir ein Anliegen. Vor allem nicht nur erste Reihe am Rand, so wie ich das jetzt da machen musste. Sondern erste Reihe... Aua. Vorne. In der Mitte. Wo man alles mitbekommt. Das ist mir ein sehr... Okay, sehr großes Anliegen. Bringt uns leider nichts. Autsch. Ach ja. Oh, was auch bei den... Jetzt kommen hier die ganzen Flashbacks wieder hoch. Bei dem Konzert hatte ich auch... Also ich trage ja eine Brille. So eine nerdy Hipster-Brille. Also so eine riesig große. Und die ist ja tatsächlich runtergefallen. Während die da alle gejumpt sind. Auf meinen Weg nach zur Seite.
Und, was ich aber richtig cool fand, die ist nicht kaputt gegangen. Also ich habe sie nicht wiedergefunden, aber irgendjemand hat sie aufgehoben, während die da alle gejumpt sind und halt alle voll gequatscht haben und alles, also sich geknuddelt haben, hat jemand diese Brille gefunden und auch aufgehoben und hat dann gesehen, yo, das, ich suche die gerade und hat sie mir dann wiedergegeben. Richtig nett. Auch richtig cool und so. Weil so eine Brille verlieren ist schon nicht so geil, muss ich sagen. Oh, hier sind ja noch Gegner. Hätte ich vielleicht nicht alles einsammeln sollen, während hier noch Gegner sind. Und ihr so Leute, was habt ihr so für Konzerterlebnisse bisher gehabt? Ich hatte dann noch so... Ich erzähle jetzt einfach von Konzerten, Leute. Ich war auf dem Sido-Konzert. Nein, ich wollte nicht zu dem Sido-Konzert, aber mein Bruder steht voll auf den. Also habe ich ihn die geschenkt und ich bin mitgekommen. Weil wenn ich Konzertkarten kaufe für irgendjemand anders, dann gehe ich da auch mit. Ist halt so. Muss sein. Ich mag ja auch Konzerte. Sido ist auch nicht so schlimm. Aber da haben sich halt echt alle... Da haben schon sehr viele illegale Substanzen getrunken. Getrunken vor allem. Illegale Substanzen zu sich genommen. Sagen wir es mal so. Und selbst wenn man selber keine illegalen Substanzen dabei hatte, war man quasi am Ende ein bisschen high. Würde ich mal behaupten. Ja, also... Ist auf jeden Fall witzig. Konzerte sind toll. Leute, wart ihr schon mal auf einem Konzert? Ich hab tatsächlich Freunde, die waren noch nie oder nur einmal auf einem Konzert. Ich verstehe das gar nicht. Ich finde Konzerte mega geil. Ist so eine... Hä? Oh, wieso gehe ich denn vom Boss weg? Shit. Ist so eine Freizeitaktivität, die ich sehr gerne nachgehe. Ist leider auch sehr teuer. Ist doch so klar, wieso laufe ich denn zurück? Oh, du dumme Sau. Du dumme Sau. Okay, jetzt können wir alles einsammeln. Ich habe leider eine Münze eingesammelt, Leute. Gut, dann ist unser nächstes Ziel. Voll schade, Mann. Diese blöden Münzen. Oh, das wird die schwerste Challenge ever. Egal. Wir werden jetzt probieren, alles zu rerollen. In der Hoffnung, dass wir eine Blank Card bekommen. Und dann setzen wir die zusammen mit The Sun ein. Und dann ist alles cool. Und, warte mal, ich muss mal kurz gucken. Was haben wir denn noch für Achievements? Blank Card nutzen, während man The Sun hat. Magician oder Telepathie nutzen, während man schon Homing Tears hat. 10 Tears Up Items oder Pills in einem One bekommen. Da sind wir, glaube ich, auch gut dabei. Ja, das andere ist scheiße. Also eigentlich können wir nur diese Sun-Karte richtig benutzen. Dann gehen wir auch den Polaroid-Pfad, denke ich mal. Ja, ja. So, was haben wir hier? Ein Gabi-Item. Werden wir auf jeden Fall mitnehmen. Wir nehmen beides mit, oder? Die Deathlist. Ich meine, wir wollen ja auch irgendwann nochmal sterben. Komm, wir wollen ja nochmal irgendwann sterben. Hätte ich vielleicht rewollen sollen. Das wäre eine bessere Idee gewesen. Aber egal. Passt schon. Ja, was war sonst bei mir los? Ich hab einen Stream gemacht, Leute. Bei Twitch. Alle Folgen und so. Desilius.dx bei Twitch. Mhm. Steht auch in der Videobeschreibung und so, falls ihr mir noch nicht folgt. Mhm. Wir haben gar nicht mehr so viele Leben, Leute. Mit Facecam. Ich habe jetzt... Der erste Stream mit Facecam war richtig strange. Der zweite ging schon wieder. Ja. Also meine Streams werden jetzt mit Facecam sein. Weißt du... Aber ohne Witz, beim ersten Stream habe ich mich richtig unwohl gefühlt, da vor der Kamera zu sein. Aber eigentlich ist das ganz witzig mit Facecam. Bin aber immer noch am überlegen, ob ich das jetzt auch für YouTube irgendwann mal einführen soll, weil bei YouTube ist das mit Facecam wieder anders, finde ich. Also wenn man da Spiele spielt, ich rede ja jetzt quasi die ganze Zeit nur ins Mikro und keiner antwortet mir, heißt ich unterhalte mich quasi selber mit mir. Und ich gucke jetzt natürlich auch nicht in die Kamera, warum sollte ich? Beim Stream ist das anders, also da ist dann der Chat auch auf dem linken Bildschirm, wo... Ja genau, der Chat ist da und da ist halt auch die Kamera. Heißt, wenn ich in den Chat reingucke, quasi mit euch kommuniziere, dann gucke ich auch gleichzeitig in die Kamera oder halt zu euch ins Gesicht. Ist das, kann man das nachvollziehen? Ich glaube schon. Dann ist die Linse von dieser Kamera quasi wie so eine Pupille vom Menschen. Dann ist das wieder ganz witzig, da kann ich das dann auch verstehen, dass man in die Kamera öfters reinguckt, aber bei YouTube sehe ich irgendwie den... Okay, das war ja super dumm. Ich irgendwie den Mehrwert nicht... Hat sich trotzdem gelohnt. Eine Facecam mit reinzumachen. Klar, ihr könnt dann sehen, was ich so mache und seht, dass ich meinen Mund bewege. Wow! Aber wenn ich dann die ganze Zeit nicht in die Facecam reingucke, ist das doch strange, oder? Und ich glaube, die Facecam wird mich halt auch eher irritieren, statt irgendwas anderes. Noch ein Tiersub. Okay, wir haben eine gute Chance eigentlich, hier ganz viele Tiersub zu bekommen. Wenn wir beides mitnehmen, ist mir scheißegal, was es ist. Oh, Sacrificial Dingensbums. Können wir erst einmal rerollen? Nehmen wir mit. Gabi's Tail, zweites Gabi-Item. Und, was bist du? Noch ein Sinn-Up. Nein, ich wollte sterben. Oh, ich bin immer noch nicht tot. Bitte töte mich. Bitte, ich will doch einfach nur sterben.
ein Gabi-Item noch, dann sind wir Gabi. Diese blöde Münze! Wäre diese eine blöde Münze nicht, dann wäre das ein super, super guter Mann hier. Na, so ein semi-guter Mann, aber unser Schaden ist halt mega gut eigentlich. Ach Mann, na gut. Komm, aber sterben kriegen wir noch hin. Wie seht ihr das? Habt ihr da Gedanken zu Facecam? Ich meine, der Jay hatte schon gemeint, yo, Facecam ist doch voll cool. Bringt eine neue Note in die Videos. Oh ja, ich finde das strange. Man muss ja dann auch mit der Kamera agieren, wenn man schon eine hat. Das finde ich nämlich, machen ganz viele kleine YouTuber auch falsch. Die stellen dann halt ihre Facecam auf und gucken dann die ganze Zeit einfach nur schnöde auf dem Bildschirm. Und machen einfach gar nichts mit der Kamera. Die ist einfach da. Du siehst dann, wie jemand gelangweilt auf seinen Desktop guckt und den Mund bewegt. Das ist doch kein Mehrwert. Keine Ahnung. Wie seht ihr das? Also, wie gesagt, bei Twitch von mir aus. Aber YouTube, da bin ich noch am Hadern. Ich glaube aber eher nicht. Vor allem bei Twitch ist das ja auch so eine Sache, da ist das ja Standard irgendwie. Also, da verlangt man das sogar. Bei YouTube eher weniger, habe ich das Gefühl. Okay, warte, wo wir gerade so ein Schild haben, da können wir auch mal kurz hier reingehen. Vielleicht kriegen wir ein Gabi-Item. Nö, dann kriegen wir vielleicht den Tod. Auch nicht. Oh, gar nichts kriegt man hier. So ein Scheiß. Ach ja. So, ansonsten, ich hab jetzt eine kleine Katze. Das werde ich jetzt auch einfach in jedem Video erwähnen. Blöder Schlüssel da hinten. Die ist sehr süß. Und ich frage mich, vielleicht sind ja Katzenprofis unter euch. Es gibt im Internet ganz viele Katzenvideos, also jetzt nicht witzige Katzenvideos, sondern so Katzenvideos, wo Katzen schnurren, Katzen miauen in allen Richtungen, wo die dann auch, keine Ahnung, eine Stunde lang miauen irgendwelche Katzen rum. Und ich habe das meiner Katze mal vorgespielt, ja? Wie da so kleine Katzen miau, 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 miau machen. Und die ist richtig abgegangen darauf. Also die hat dann erstmal ganz verdutzt geguckt, hä, wo kommen diese Geräusche her? Und okay, ich glaube, das war ganz gut, nehmen wir mal mit. Und hat dann die Katze auch gesucht und dachte, ich hätte sie irgendwie versteckt unter mir. Und dann ist sie auf mir hochgeklettert und alles. Wo ist diese Katze? Wo ist diese Katze? Und ist richtig ausgerastet und war dann wirklich 10 Minuten am Suchen. Und jetzt frage ich mich, ob man das vielleicht nicht machen sollte. Also für den Menschen ist das vielleicht ganz witzig. Hahaha, die Katze dreht voll durch. Aber es ist dasselbe wie Katzenminze. Das soll man, glaube ich, bei Katzen auch nicht so heftig machen, oder? Weil das dann so eine Droge ist für die und das ist eigentlich nicht so geil. Ist witzig für den Menschen anzugucken, aber nicht so geil für die Katze. Und ich frage mich, ob das dasselbe ist, wenn man ihr solche Katzengeräusche vorspielt. Weil man weiß ja nicht, was diese Katzen für sie quasi in dem Video sagen. Versteht ihr? Lebensupgrade. Ups, nee, will ich nicht. Ah, kein Lebensupgrade. Ich frage mich dann halt, ob die dann irgendwie Stress hat. Vielleicht ruft dann eine andere Katze nach Hilfe oder sowas und die will dann ihr helfen und denkt dann am Ende noch, ich tue irgendeiner Katze irgendwas, weil dieses Geräusch halt von mir auskommt oder sowas. Und dass sie dann irgendwie einen Knacks bekommt oder die ganze Zeit am Suchen ist und halt nichts findet und deswegen irgendwie komisch drauf ist. Vielleicht weiß da einer von euch ja was. Das wäre ganz, ganz toll. Ansonsten ist meine Katze ganz toll. Alles ganz toll, Leute. Alles ganz toll. Die ist süß und knuffig. Und toll. Katze, 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 Katze. Katze, süß. Süß, du. Ja. Was noch? Ich war beim Friseur und habe mir überlegt, ob ich meine Haare färben soll, aber ich habe kein Geld. Weil Konzerttickets und so, ihr wisst. Deswegen habe ich mir überlegt, ich lasse mir meine Haare selber färben. Oh, wir können fliegen. Nett. Und vielleicht, ich nutze euch jetzt einfach aus, vielleicht kennt ihr irgendwelche Produkte, um seine Haare selbst zu färben, vielleicht könnt ihr da irgendwas empfehlen. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute von euch, also von meinen Zuschauern, von euch ihre Haare auch mal färben oder selber färben, das wäre noch interessanter. Und vielleicht kennt ja irgendjemand irgendwelche Produkte. Komme ich da rein, ohne in dieses komische Loch zu gehen? Danke. Vielleicht kennt ja irgendjemand irgendwelche Produkte, die, Hilfe, ich will da nicht rein. Danke. Die gut sind. Finde ich nice. Ich habe mir jetzt nämlich auch so einen Wachs bestellt, so einen Haarwachs. Also so Gel, Haargel. Aber heißt halt Wachs und nicht Haargel. Ihr versteht schon. Aber der Clou daran, das war wohl irgendwie vor 2 Jahren mal voll in und so, weil überall Werbung war. Ich habe davon gar nichts mitbekommen, vielleicht weil ich in Japan war. Aber der Clou daran ist, das ist nicht nur Wachs, also Haargel, sondern gleichzeitig färbt es einfach die Haare. Wow, das ist ein krasser Seller. Und das habe ich mir jetzt in Blau und Ash steht da drauf. Also Asche, Aschenfarben. So ein Grau habe ich mir das bestellt. Ist heute angekommen. Probiere ich morgen mal aus. Ist vielleicht ganz cool.
Warum habe ich das jetzt erzählt? Achso, Haare färben. Bin gespannt, wie das wird. Und ich habe mir überlegt, dass ich mir das kaufe. Und dann gucke, wie sieht mein Haar in Blau aus. Und dafür ist das, glaube ich, eine gute Idee. Dann kann man ganz viele verschiedene Farben ausprobieren. Ohne, dass man seine Haare gleich färben müsste. Bester Damage ever. Wow. Und ja, eventuell streame ich dann auch mal ohne Cappy. Dann seht ihr blaue Haare, je nachdem, wie gut das aussieht. Oder graue Haare. Ja, bin ich mal gespannt. Hab ich nicht sehr gespannt. Au, oh nein, ich bin tot. Was mache ich denn jetzt? Oh, man spawnt einfach im selben Raum wieder? Okay, das ist ja lame. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen stärker geworden, oder? 15er Damage, aber nur ein Leben. Okay, das ist ja lame. Ich dachte, man hätte zumindest zwei. Dann gib mir mal Balls of irgendwas. One makes you larger. Yo! Balls of Steel, perfekt. Nehme ich hier auch alles. Alles mitnehmen. Alles ist mir scheißegal. Denn ich habe auch noch eine Errungenschaft zu machen, wo man fünfmal groß werden muss. Warte, ich guck mal kurz nach. Increase in size 5 times the single one. Yes. Also 5. Lenkruhen. Nein, meine Sun-Karte ist weg. Warum bin ich so doof? Leute, erzähl's mir. Warum bin ich so blöd? Toll, jetzt schalte ich einfach gar nichts frei. Na gut, dann machen wir einfach einen ganz normalen Run. YOLO oder do. Oh, One Makes You Larger. Vielleicht, wenn wir ganz viel Glück haben, kriegen wir noch ein paar mehr One Makes You Larger Pillen. Wir werden jetzt einfach zum Riesen, Leute. Scheißegal, scheißegal. Und dann kriegen wir zumindest die. Das müsste die dritte oder vierte One Makes You Larger Pille gewesen sein, oder? Ich vermute, es war erst die dritte, leider. Aber ich hoffe, es war die vierte. Dass wir dann nur noch eine brauchen. Aber das wäre auch noch eine Errungenschaft, die ich bräuchte. Aber wer macht denn das auch? Sich immer größer und größer. Aber vielleicht auch ganz interessant. Hier wieder Infotainment und so. Man kann nicht. Also man kann unendlich groß werden. Man kann, glaube ich, sogar den ganzen Raum irgendwann ausfüllen mit dieser Größe. Da wird dann auch die Stimme immer tiefer, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, von dem süßen kleinen Isaac. Aber die Headbox, entgegen zu seiner Größe, wird nicht größer. Ist das nicht super interessant, Leute? Ich finde es super interessant. Heißt, er kann immer größer werden, aber seine Hitbox ist trotzdem die von dem kleinen Isaac, soweit ich das weiß. So, jetzt müssen wir mal. Wir haben natürlich kein zweites Leben mehr. Hier, stirb! An meinem Taurus und meinem komischen Zeug, das um mich rumfliegt. Okay, sollten wir aber auf jeden Fall hinbekommen und dann ist alles super dupi. Aber dieses komische Haarwachs, das auch die Haare färbt, könnte auch so ein Produkt aus Höhle der Löwen sein, oder? Oh, ups. Ja, GG, ich verliere gegen Isaac. Bitte nicht, ich brauche doch noch ein paar Pielen. Ich hätte gerne ein paar Pielen zum größer werden. Das ist jetzt natürlich ekelhaft. Wo sind wir jetzt? Sind wir jetzt schon in der Kiste? Ja, glaub schon. Das heißt, wir kriegen jetzt Items, ne? Okay, cool. Letzte Ebene, 3-Dollar-Böll, mega kacke. Ja, oh, guck mal, hier sieht man das ganz gut. Dass unsere Hitbox nämlich kleiner ist als alles andere. Können wir alles rerollen, Leute. Alles scheiße. Okay, White Shot ist, glaube ich, ganz cool. Der Rest ist halt mega dumm. Gibt mir irgendwas Gutes. Balls of Steel. Irgendwas, was mich größer macht, wäre auch ganz toll. Ah nein, Chest Down. Something's wrong. Okay, mit einem Leben ist natürlich kacke. Das sind wirklich alles scheiß Items. Das Item macht, das also die kann man hinplatzieren hier, diese Puppe, und dann explodiert sie. Diese Windel da macht, dass ab und zu Bomben spawnen, die dann explodieren. Und so, und das Teil, da stoppt, glaube ich, die Zeit. Ich habe keine Ahnung, Leute. So, okay, Concentration, damit wir wenigstens diesen One hier fertig bekommen. Ist natürlich ein bisschen assig, dass wir jetzt so groß sind und quasi überhaupt gar nichts sehen. Aber dieser Taurus-Effekt ist schon nett, muss man sagen. Guck mal, unser Schaden fliegt jetzt einfach auch, weil wir auch fliegen können. Das finde ich ja witzig, dass das übernommen wird. Das sind so Kleinigkeiten bei Isaac, die freuen mich jedes Mal. Alter, man sieht halt gar nicht, wo er hinschießt. Komm, gib mir gute Items. Ja, boom, richtig gutes Item. Ich krieg hier nur die Premium-Items. Ist ja ultra gut. Aber unser Damage? Och, doch, gefällt mir. Ist ganz okay. Was haben wir da jetzt schon wieder bekommen? Wir bekommen immer ab und zu so komische Sachen, aber ich weiß nicht, warum. Okay, Random-Gegner. Random-Gegner, ob er einen trifft oder nicht, wenn er runterstampft. Ultra uncool, vor allem, wenn man nur ein Leben hat. Gib mir bitte ein Leben. Balls of Steel? Balls of Steel? Branch to the Earth ist fast Balls of Steel. Okay, da ist schon der Boss. Ich habe die Befürchtung, wir werden ihn nicht hinbekommen. Okay.
Mit nur einem Leben. Shit. Und ich würde halt gerne nochmal die drei Items rewollen. Das heißt, wir bleiben noch ein bisschen in dieser Ebene, um zumindest ein paar Items zu bekommen. Oder ein zweites Herz. Was kriegen wir denn nur so Scheiß-Items jetzt ohne Witz? Mit denen kann ich alles nichts machen. Okay, warte. Wir suchen kurz mal nach einem Geheimraum. Nach einem super Geheimraum. Der könnte zu einem da sein. Nope. Dann könnte er da sein. Nope. Hm. Dann müsste er hier unten sein. Oder da. Come on, hä? Der muss doch in der Nähe von dem Boss sein. Jetzt traf ich gar nichts mehr. Vielleicht stimmt das aber auch für die Chest einfach nicht. Gut, besiegen wir hier halt noch ein paar komische Leute, die umherduddeln und mich treffen wollen. Und das ist nicht so cool. Bitte gerne alle weg. Okay, wir können rewollen. Oh, das ist nett. The Peep, endlich mal ein gutes Item. Und wir rewollen natürlich die Anfangsraumteile hier. Zack. Okay. Damage up. Der Rest ist nicht so cool. Come on, gib mir nochmal eine Pille, die mich größer macht. Das wäre richtig toll. Eine Pille, die mich größer macht. Das wäre toll. Und ein bisschen Leben auch. Oh, das können wir auch machen, Leute. Wollen wir uns rewollen? Der D4. Leute, ich glaube, ich mache das einfach, damit ich Leben bekomme. Wir rewollen alles, was wir haben. Wir haben richtig viel Damage verloren. One makes you larger! Ja! Huge Crow Guard! Woo! Zumindest eine Errungenschaft. Warte, die muss ich von meiner Liste runterstreichen. Increase 5 times in a single one. Ach, das muss gar nicht mit der Pille sein. Wir sind ja auch in unser Size gestiegen, weil wir dieses All Stats abgeholt haben. Wir haben jetzt auch ein paar Leben dazu bekommen. Oh doch, das ist alles nett, Leute. Das ist alles nett. Wir rewollen uns nochmal. Wir holen uns jetzt einfach... Wir haben jetzt noch ein bisschen Spaß hier, der Chest. Oh, das finde ich so gut, dass ich zumindest eine Errungenschaft noch bekommen habe. Auch so unverhofft. Das ist witzig. Das finde ich sehr, sehr, sehr gut. Cool. Nicht die Challenge geschafft, die ich eigentlich machen wollte, aber zumindest irgendwas bekommen. Aber dann rewollen wir uns jetzt hier noch ein bisschen. Da haben wir noch ein bisschen Spaß in dieser Ebene. Da wurde ich auch neulich angemeldet. Ich glaube auch von der Nicole. Warum ich denn nicht... Also neulich vor 2 Monaten oder was? Warum ich nicht in der Chest... länger bleibe, weil das die witzigste Ebene eigentlich ist. Weil man da natürlich super stark wird und alles. Kann ich... Ja, stimme schon zu. Aber dann werden die Videos immer so lang. Und so. Und meistens habe ich in der Chest nicht mehr zu erzählen. Und das ist halt immer ein bisschen awkward, muss ich sagen. Aber gut, wir klären jetzt hier die ganze Ebene einfach for the fun. Vor allem, weil wir so riesig sind. Die müssen doch locker richtig Angst vor uns haben. Oh, wir können durch die Gegner durchschießen. Auch sehr nett. Wir müssen doch mega Angst vor uns haben. Wir sind hier quasi so ein riesiger Bär und da sind so ganz kleine Bossgegner. Was wollt ihr tun? Hey, ich fresse euch zum Frühstück. Mindestens 3 von euch. Und dann, selbst dann bin ich nicht satt. Da kommen wir. Ja, Gabi! Ach du Scheiße, was sind wir denn jetzt? Wir sind ein riesiges, fliegendes Gabi-Viech, was gleichzeitig... Oh, wir... What the fuck? Wir haben den Brimstone und gleichzeitig haben wir diesen Maw of the Void um uns rum. Ach du Scheiße. Und wir haben krassen Damage, wenn... Achso, wir haben hier diesen Succubus oder was das ist. Wir sind ein fliegendes Cthulhu-Monster. Wollen das passt endlich mal von der Größe her mit dem Cthulhu-Typ hier. Mega gut. Okay, Nicole, du hast recht, man sollte länger in dieser Ebene bleiben. Ah nein, wir haben gar keinen... Doch! Wir haben einen Brimstone und wir haben noch einen Little Brimstone dabei, der auch nochmal einen Brimstone macht. Wir haben 10 Leben, das heißt, wir haben Gabis Dingsbums bekommen. Ihr wisst schon, was ich meine. Wollen wir es nochmal rerollen? Eigentlich nicht, nein. Aua, blödes Feuer. Ich finde das gut, wie wir gerade sind. Ich finde das super. Das gefällt mir. Wir haben so viel Lasergedöns. Mega geil. Also wirklich, wir haben halt Brimstone mal 2. Wir haben einen Brimstone, der... Oh... Wir haben einen target-suchenden Brimstone. Ein Homing-Tiers-Brimstone quasi. Das ist ja noch geiler, Leute. Wenn wir jetzt noch eine Karte bekommen, eine Homing-Karte, dann könnte ich sogar noch eine Errungenschaft freispielen. Komm, gib mir so eine Homing-Karte. Das wäre jetzt mega geil. 2 Errungenschaften in einem... Oh, Waver, okay. 2 Errungenschaften in einem One wäre ultra gut. Aber ich glaube, wir haben keine... Ne, wir haben nichts mehr, ne? Nein, wir haben keine Räume mehr. Oh, schade. Aber zumindest eine Errungenschaft. Dann können wir jetzt nur noch zum Boss gehen, Leute. Und wir haben sogar diese OP-Schere bekommen. Wow. Ja, stirb.
Oh mein Gott, bist du ein schwerer Gegner. Heftig, deftig. Wird sich gut. Schön. Das war die Isaac-Folge. Sie war zumindest witzig. Und wir freuen uns ganz doll. Und sind König der Welt. Mit ein bisschen Blut an der Wange. Aber das ist okay. Wir passen gar nicht in diese Kiste rein. Wir mussten erstmal schrumpfen wie dieser Typ bei Harry Potter. Fantastische Tierwesen. Okay, noch eine Errungenschaft mehr. Fehlen nur noch 9, wovon eine halt diese Hab alle Errungenschaften-Dingswurps ist. Am Ende wurde der Mann zumindest witzig. Ja, lasst mich wissen, ob ihr vielleicht mal einen Stream von Isaac haben wollt für die letzten Errungenschaften oder so. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt, lasst ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Yeah.